Bellingham bei Real Madrid ist komplett eingeschlagen und er wird seinen POTM diesen Monat bekommen. Er hat in 7 Ligaspielen schon 6 Tore und 2 Torvorlagen gemacht und darunter wichtige Tore. Ich glaube, der Mann ist momentan der gehypteste Fußballer auf unserem Planeten und deswegen machen wir heute ein POTM Bellingham Prediction SBB. Und damit würde ich sagen, stellen wir auch unseren Gast vor für das heutige Video und das ist der Niklas. Was geht? Hey Leute, was geht ab? Heißen heute mit am Start zu diesem SBB. Ich freue mich dabei zu sein. EAFC, erstes Mal eine Aufnahme zusammen. Kann nur geil werden. Kann wirklich nur geil werden. Und wenn ihr dieses Battle wieder öfter sehen wollt, Freunde, dann lasst direkt zum Start des Videos ein Like da. Heißen, wie viele Likes? Ey, guck mal, ich finde Bellingham ist wirklich einer der krassesten Fußballer aktuell auf diesem Planeten. Und da kann man schon mal 11.000 Likes hinscheppern. Bin gespannt, ob wir das schaffen. Guck mal hier im Hintergrund, Freunde. Wir haben den einen Mio-Button. Ist das verrückt oder ist das verrückt? Jeder, der mir gönnt, ein Like da lassen und lasst gerne auch ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Road to 2 Millionen jetzt. Checkt Heißen ab und ich würde sagen, du darfst gerne reinhalten und ich füge meine ersten Spieler ein. Okay, Bro, ich habe direkt alle 3 Offensivspieler aufgeschrieben, also let's go. Also die 3 Linksflügel, Stürmer, Rechtsflügel, ne? Yes, yes, yes. Okay, dann fange ich bei mir auf der Rechtsflügelposition an und ich habe niemanden aus der La Liga mitgenommen, sondern ich bin mit einer Hero-Karte gegangen und sein Name ist Joe Cole. Hero. Geile Karte, aber Digga. Habe ich mir gerade auch gekauft für 330k, also den will ich ungern discarden später. Als nächstes habe ich im Sturm, Rashford? Ja, den finde ich nicht so geil. Ist einer der Huber. Ach, Digga. Guten Morgen. Macht er gut. Jetzt nochmal auf Deutsch, damit alle Leute das verstehen, was du sagen willst. Ist einer der überhyptesten Karten, meiner Meinung nach, weil er nur 3-Sterne Weakfoot hat. Aber egal. Machen wir weiter? Ja, ich fühle diese 3-Sterne Weakfoot auch nicht. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber er ist trotzdem sehr gut. Und dann habe ich noch Raheem the Dream Sterling. Boah, geile Karten. Ich habe Vinicius, Griezmann und Dembélé aufgeschrieben. Ja, ich wusste, du wirst La Liga aufschreiben und mit den Engländern wirst du nicht gehen. So geil. Bellingham schon auf 1 Chemie. Passt. Wir müssen natürlich wieder auf 33 Chemie kommen, Freunde. Eine Icon, ein Hero, 3 Ligen, die Regeln kennt ihr. Ich halt rein, ich habe auch deine 3 Angreifer. Ja, Bro. Also ich mache das aktuell so, ich schreibe gerne mal Spieler auf, die ich sozusagen selbst spiele. Und deshalb gehe ich heute mit auf den linken Flügel mit Vinicius Junior, im Sturm mit Antoine Griezmann. Und wer ist rechter Flügel jetzt? Hast du gemerkt, wen ich aufgeschrieben habe? Nö. Ousmane Dembélé. Digga, das ist hart. Was? Vinicius, Griezmann und Dembélé? Und Dembélé. Bro, hast du einen Schuss nicht gehört oder was? Der spielt hier mit dem Weekend League Team SBB einfach, was los? Ja, Digga, ich will heute riskieren gegen dich. Bro, hey, andere Coins von diesem Angriff und du machst das, was? Okay, der Mann hat Coins. Also darf ich spielen oder? Ja, Rashford, Cantona, Rodrigo. Ich hab Rodrigo aufgeschrieben, diesen günstigen Vinicius. Nö, er nimmt direkt Vini. Nicht mit mir, Bruder. Crazy, Mittelfeld, let's go. So, okay. Zweite Runde. Ich habe jetzt 2 Jungs bei dir aufgeschrieben. Wir haben die gleiche Formation sogar, lustigerweise. Also beide 4-3-3. Wild. Ja, okay. Hältst du rein? Ja, ich bin ready, Bro. Ich weiß nicht bei dir, was du jetzt machst. Es könnte mal schauen. In der Mitte würde ich so gerne mit Liebe eine Inform-Karte zocken. Mit einem 85er Rating. Und sein Name ist Saúl von Atlético Madrid. Auf der linken Seite habe ich dann eine POTM-Karte, weil wir ein POTM-Bellingham-SBB machen, muss ja auch eine wirkliche POTM-Karte rein und das ist Madison. Und ja, damit hat Bellingham 2 Chemie und der Rest ist full. Ich war mir nicht sicher, ob du diese SBC gemacht hast, aber hat er wirklich. Ich habe Bruno Fernandes und Rice aufgeschrieben wegen England-Link und Premier League. Ist jetzt super. Oh, Rice war nicht schlecht, ne? Also Madison hätte auch baden gehen können, krass. Schade. Aber das beide spielen. Okay, also Bellingham braucht noch 1 Chemiepunkt, Freunde, dann ist er voll. Das ist geil. Und ich habe noch nicht mal einen. Achso, okay, doch. Ich habe einen La Liga-Spieler drin. Aber ich kann sagen, ohne La Liga-Spieler. Ich halt rein, ist drin. Okay, also mit der ZM verwette ich meine beiden Eier drauf. Hast du nicht? Das ist wirklich alles, was ich habe. Denn es ist Nick Eye-Corner. Es ist Keen. Also, wenn du jetzt den hast, dann wäre schon ein bisschen random. Und LZM, ja, da verwette ich nicht meine Eier drauf, weil das, die sind mir zu heilig dafür. Es ist Tchouameni. Nein, laber nicht. Du hast Kamavinga, oder? Nee. Nee, gar nicht. Nee. Okay, ich möchte darüber nicht reden. Man sagt immer, ich wollte den aufschreiben und am Ende hat man den aber nicht aufgeschrieben. Deswegen, ich sage einfach gar nichts. Ich möchte auch nicht sagen, wen ich aufgeschrieben habe. Ich möchte einfach mit den Außenverteidigern weitermachen. Sag mal einfach, ob ich sie spielen darf. Reicht nicht. Du darfst sie spielen. Wir machen weiter mit den Außenverteidigern. Freunde, wir gehen zu den Außenverteidigern rüber. Eieiei, bis jetzt wurde nichts erraten, aber ich habe das Gefühl, das wird sich jetzt verändern. Entweder bei mir oder bei dir.
ne? Okay, Bro, ich bin sehr gespannt. Also, links verteidiger habe ich eine sehr, sehr geile Karte, Digga, für mich. Ich wollte gerade einfügen, der fügt einfach ein. Ehrlich? Erzähl. Oh mein Gott, ich war so fixiert auf diese wunderschöne Sakina. Eieiei. Sie ist wirklich mein Typ, wenn ich keine Freunde hätte. Sakina Kachawi, kennst du die? Das ist, sie ist geisteskrank gut in FIFA. Also wirklich, in EAC. Also geile, gute Karte. Und, du sagst gerade, die ist dein Typ, oder was? Ja, ich finde die attraktiv. So, die sieht gut aus. Ich hast du nicht eine Freundin? Ja, trotzdem kann ich doch jemanden attraktiv finden, ne? Was ist das denn? Boah, also, das geht ja gar nicht. Wie? Nein, jetzt Tiger, um da mal schnell wegzukommen, ist De Almeida. Wer? Elisa De Almeida. Die wäre nicht so mein Typ, das muss man so sagen. Zeig mal. Hä, die Bock doch. Also bestimmt, gutes Set hat sie. Ja, komm, pack ein, mach fertig. Ich hab Hakimi und Theo. Hauptsache ich darf Kachawi spielen, das ist richtig. Junge, ich hab sogar Paris aufgeschrieben. Wir nehmen einfach die Paris-Mädels mit. So ein Brudi, weißt du, wie teuer diese Kachawi ist? 200.000 ja, Euro. Schon leckere ja, Karte. Die ist auch mies gut. So, soll ich weitermachen? Mit der Mille. Ja, ja, let's go. Also, auf der linken Seite hab ich eine Karte, die heißt Nacho Fernandez. Eigentlich nicht bekannt dafür, Linksverteidiger zu spielen, aber ich möchte ihn gerne auf Linksverteidiger spielen. In der Zwischenzeit, wo ich meinen Rechtsverteidiger einfüge, Freunde, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wie viele Scorer-Punkte macht Bellingham über die gesamte Saison? Er hat jetzt 6 Spiele, 8 Scorer. Kann er das so weitermachen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich Carvajal auf der anderen Seite. Oh, Digga, ich habe richtig Hunger heute, ne? Auf Nachos! Jetzt muss ich sagen, oh Mann! Wieso? Ich hab Nacho Fernandes. Na, ohne sowas. Mit sowas. Wonks the Keeper auf LV. Gib ihm. Wieso? Du hast für Rechtsverteidiger Nacho aufgeschrieben, sei ehrlich. Nein, ich habe Linksverteidiger Nacho aufgeschrieben. Und für Rechtsverteidiger habe ich Reece James aufgeschrieben. Ey. Wichtig, erster Snipe. Natürlich. Und da kommt Ousmane Dembélé hinzu. Also drauf. Warum hatte ich das im Gefühl, Freund? Ich habe es eben noch gesagt, dass ich es im Gefühl habe, dass einer von uns was verliert. Und ausgerechnet, ich bin es schon wieder. Ohne Sinn. Okay. Ich lasse Nacho jetzt erstmal noch hier drin. Und ja, dann, wenn es soweit ist, tue ich dann den Torwart rein, Freunde. Bruch. Egal, ich errate was bei dir in der Innenverteidigung oder im Tor. Freunde, wir gehen in die letzte Runde. Heißen, du darfst die Tafel nochmal reinhalten. Und dann bin ich gespannt, ob ich was bei dir errate. Weil wenn ich was errate, ist das ein Bruch für dich. So. Ich bin mir unsicher bei dir, sag ich dir ehrlich. Das wäre eine Möglichkeit, mit 33 Chemie hier rauszugehen. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast. Ich habe noch keine Icon mitgenommen. Und ich bin auf den Transfermarkt gegangen und habe mir eine Icon gekauft. Und sein Name ist Toy Campbell. Super Typ. Kostet auf jeden Fall einiges. Ich habe für dieses Video wieder viele Coins hingelegt. Und ob ich sie behalten darf, werden wir am Ende sehen. Dann habe ich den nächsten Engländer. Ich habe heute gefühlt englische Nationalmannschaft gebaut. Bockt richtig. Das ist ein guter Spieler aus der Serie A. Sein Name ist Tomori. Oh, geile und Karte. Richtig. Dann habe ich im Kasten, ein bisschen undercover, aber trotzdem noch relativ gut, ein 84er Spieler, Alex Remiro. Somit habe ich 3 Ligen, habe 33 Chemie und ich hoffe, das passt. Ich weiß nicht, ob du 33 Chemie hast nach der Runde hier. Wieso? Nee, wollte nur kurz ansehen, ja. Dein LV ist ja trotzdem nicht da, aber ich habe Rüdiger, Bright und Erbs aufgeschrieben. Ich dachte, mit einem Bronze, mit einer Frau im Tor gehst du rein. Aber heute mal keine Frau bei mir am Start, sonst in jedem SPB bis jetzt, aber heute mal ohne. Mal gucken, ob das dann gut läuft. So. Ich muss jetzt was bei dir erraten. Sag mal bitte, in welche Liga gehst du? Ja, was machst du? Also, Bruder, ich füge jetzt schon mal meine IVs ein, weil ich habe wohl die besten. Ich wollte was riskieren. Ich habe die besten Innenverteidiger in EFC am Start, meiner Meinung nach. Antonio Rüdiger und Ida Militao. Also, das sind richtige Brecher da. Und im Tor habe ich, ja, da bin ich bis undercover gegangen. Nicht Donnarumma, sondern Keylor Navas. Hey, Junge, du hast nur 2 Ligen, oder nicht? Ah, die Frauen. Die ich Frauen. Die Frauen. Ich habe die Frauen nicht. Volles Team. Ehrlich? Boah, ja, der Vinicius. Bro, ich dachte, du brauchst noch eine Liga. Verwirrter Wakes wieder am Start. Das mit der Frau ist aber auch echt. Ist neu, so ist schwer noch zu checken. Ja, ist auch voll so ein Cheat eigentlich. Aber das ist die Regel, Freunde. Das ist die Regel. Der hat alles regelkonform gemacht. Ich würde sagen, wir gehen ins Spiel. 1-0 für dich. Du hast ein volles Team. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass du mir heute wehtust. Und zwar doll wehtust. Bin gespannt. Let's go. Brent Stanley gegen Enthysen. Navas, Eder Militar, du hast einfach ein Weekend-League-Team. Wie soll ich gewinnen? Vor allem mit einem Bronzetorwart in der Verteidigung. Ich glaube, das ist unmöglich. Vor allem, du bist auch noch gut in FIFA und so. Also eigentlich nicht so gut wie ich, aber mit einem Bronze kann das halt nicht. Hey, ohne sowas. Warum? Mit Beleidigen sogar. Ich bin nicht wie beleidigt? Ich hab dich nie beleidigt. Nur die Wahrheit. Komm. Junge, mit 3 Leuten greift er mich da direkt an, weil die alle von selbst spielen. Bellingham! Boah, der spielt wieder direkt so wie in Real Life. Direkt mit Ball gewinnen. Fast. Oh oh. Es knallt. Es knallt. Aber oh, Remiro ist da. Remiro. Bellingham. Joao Meni. Und Vinicius. Was mit meiner Abwehr? Wie stehen die?
Aber Reniero ist der Beste. Oh mein Gott, was? Das müsste meine sein. Wow. Oh oh, wenn man da den Ball verliert, war es das. Komm, Torwart. Komm, Torwart. Digga, dieser Miro ist der Beste, ich schwöre auf alles. So gut. Tomori ist da. Tomori gegen Vini. Tomori macht das, aber auf locker. Siehst du kein Stichheisen? Siehst du kein Stichheisen? Siehst du kein Stichheisen? Zweimal den Ball gewonnen und der kommt mit so einem Jubel um die Ecke. Skip! Du bist Skip! Mann. Schön. Und durch. Und der kommt. Und das ist Jude. Und da ist der Shot-Cancel, Freunde. Da ist der Shot-Cancel, wo der Torwart eine Bug-Animation macht. Und wer macht das Tor? Natürlich. Guckt ihn euch an. Natürlich er. Ich hab jetzt noch länger gewonnen. Er rennt an meinem Platz, Digga. Crazy. Scheiße. Bruder, der muss schon rein, Digga. Ist er ehrlich. Crazy auf den Linken und er macht ihn nicht? Ich bitte dich. Oh, da kommt eine Backflanke. Da kommt eine Backflanke. Er schlägt mich fast in meine eigenen Waffe. Ist das krank? Ich liebe diese Backflanken. Ich weiß nicht, ich glaube jetzt nach hinten und dann einfach schießen. Das soll eigentlich okay sein dieses Jahr. Nee. Überlegt, das ist Keen, ne? Der hat nicht mal Trade. Also hat nicht mal angeschnittene Schüsse Trade. Hallo? Ist richtig OP dieses Jahr. Wie das so einfach Tore schießen? Weil einfach ist, oder was? Das ist so stark dieses Jahr eigentlich. Ich glaube, Hamburg brennt heute so. Was machst du da, Junge? Das Tor ist auf der anderen Seite. Ne. Wieso habe ich dir gesagt, wo das Tor ist? Ne. Ich hätte nicht sagen sollen, wo das Tor ist. Wieso ist das Talbot? Oh, nö. Nö. Ja. Nein, was so schön machen will, Digga. Tschüss. Wie hat Sterling den Ball mitgenommen? Sterling ist voll gut, Alter. Ich weiß nicht, warum wir mal was gegen ihn gesagt haben. Und Bellingham mit der zweiten Bude. Zwei Tore, zweimal Bellingham. Er ist der Beste, ich mein's ernst. Stark, er spielt genauso wie bei Real Madrid. Er ist immer in der Box, er ist immer richtig am Stehen. Krank. Doch, doch, komm ich nervös. Da ist kein Durchkommen für dich. Sieht schon Afro aus. Sieht jetzt schon Afro aus. Das war's. Ja! Ja! Ich muss sehen meine Augen. Ey, wie stark war das von dir gemoved, Digga? Bro, ich mach alles richtig, was ich richtig machen kann. Ich move den Torhüter dahin. Es ist alles perfekt. Der will den Ball wegschießen. Und der macht in der 90. plus 1 das Tor. Ey, einfach Bellingham. Hab ich. Ich hab den richtigen Bellingham-Faktor. Alter. Oh, wer hat das Tor gemacht? Also, war das Bellingham? Nee, war Griezmann. Nee, war schon Griezmann. Alter. Oh, wenn ich jetzt was Dickes discarden muss wegen dieser Aktion, ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr, Freunde. Wow, GG's. GG's hat Spaß gemacht, ey. Freunde, wir kommen zum Discarden. Was war das gerade für ein schlimmes Ende für mich? Dass ich da noch das Tor kassiere, ist so krank. Ich sag dir ehrlich, Heisen, ich bin gebrochen und brech mich nicht noch mehr durch. Ey, Bro, wir sind ja morgen zusammen in Berlin unterwegs den ganzen Tag. Du weißt gar nicht, wie doll ich dir auf den Sack gehen würde, wenn ich jetzt was Krasses treffe. Boah, weißt du was? Ich hab dich langsam durchschaut. Ich weiß, was du nimmst. Du gehst meistens, tust teure Spiele in die Offensive. Aber heute, genau das denkst du. Deshalb gehe ich heute in Defensive. Ich nehme mal einen Verteidiger. Da habe ich mich jetzt schon entschlossen. Ich nehme aber keinen zentralen Verteidiger, sondern ich nehme einen Außenverteidiger heute. Und mir hat dann auf Instagram geschrieben, dass ich mal den linken Verteidiger nehmen soll. Und genau das werde ich heute tun. Nein. 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 Wen? Dann nimm doch wenigstens den Rechtsverteidiger. Der Rechtsverteidiger wäre Rashford gewesen. Und da sage ich schon, nimm ihn bitte. Du hast Eiken Campbell getroffen, Bro. No! Und ich glaube, das war sogar der Spieler, der gerade das Eigentor gemacht hat, oder? Ich glaube, er war es wirklich. Wie viel kostet der? 315.000. Oh mein Gott. Einfach. Und du weißt, wie schmerzhaft das ist. Du weißt, wie schmerzhaft das ist zum Start von einem FIFA. Bruder, Digga. Bro, wieso Linksverteidiger? Wer nimmt den Linksverteidiger? Niemand nimmt den Linksverteidiger. Aber dafür wird den Campbell jetzt bestraft für so eine doofe Aktion wie eben. Ja, also, wow, voll cool, dass ich ihn jetzt noch dafür bestrafe. Ich hätte ihn gerne bestraft, indem ich ihn auf dem Transfermarkt verkaufe. Mann, ich mache eine SPC fertig. Ein Like bedeutet ein Mitleid, ich habe keinen Bock mehr. Immer wenn ich discarden muss, sieht es so aus. Es ist in dem letzten FIFA-Teil so gewesen, jetzt geht es genauso weiter, ohne Sinn. So, Freunde, die SPC ist fertig. Der Mann geht weg für ein 78-Plus-Upgrade-Pack. Ich glaub's nicht, was ich hier schon wieder mache. Erst Messi, jetzt Campbell. Bei mir die Discards dieses Jahr werden, glaube ich, wieder komplett eskalieren. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Du gönnst mir doch, du freust dich doch gerade. Ich höre doch dein Grinsen, du 31er. Komm, lasst Daumen, Abo da, das war's. Bis zum nächsten Mal. Peace. Mach's gut, tschüss.